Hallo, willkommen beim Blank Workout. Heute habe ich ein kurzes, intensives, knackiges Video. Wir werden mit diesem Video hauptsächlich unsere Core-Muskulatur trainieren. Das ist die Bauchmuskulatur, insbesondere die tiefer gelegene Bauchmuskulatur, Oberkörper, also Rücken, Brustmuskulatur, Schulter, Arme und Beine und Gesäßmuskulatur sind natürlich dabei. Wir arbeiten auch sehr dynamisch, das heißt funktionell. Keine statischen Übungen, sondern wir werden immer in Bewegung sein, weil es wichtiger ist, meiner Meinung nach, dass die einzelnen Muskelschleifen miteinander arbeiten können. Vielleicht zu Beginn nur ganz leicht, dass ihr die Schulter nochmal leicht einmal ein bisschen durch und bewegt und aufwärmt. Auch die Handgelenke mal kurz ein bisschen durchbewegen, bevor wir starten. Wir beginnen auch mit einem kleinen Warm-up, einem Plank-Warm-up. Bevor wir dann richtig loslegen. Stellt euch in die Vierfüßlerposition aus der Position. Starten wir zum Aufwärmen. Wir strecken, strecken, tief, tief. Heben den Arm. Noch einmal. Bein, strecken, tief. Auf, auf. Bein, Bein, tief. Hoch. Und strecken, strecken, tief, auf, noch einmal, auf, tief, hoch, letzte Mal, auf, komm hoch, bleib oben, wir ziehen abwechselnd, ganz locker, und zurück, Bein nach vor, langsames Running. Schön gerade.
Strecke Beine und wir schauen, dass wir schon in einer Linie sind. Wir ziehen das Knie sein wie vor. Abwechseln. Einmal rechts, einmal links. Oberkörper bleibt ruhig. Ziehen das Knie nach vorne. Die letzten. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Bleib in der Position. Hip Drip. Schieb unser Becken nach oben. Auf. Die Ferse geht nach hinten unten. Becken zieh mal hoch. Wir bleiben mit dem hohen Plank. Halte. Abwechseln. Nur mit den Armen. Wechseln. Arm legen wir auf den Bruch. Einmal auf die rechte, auf die linke Pobacke. Auf. Ganz einfach. Auf. Bleib noch zurück und vor. Schieb die Ferse nach hinten. Zurück. Beim Zurückschieben heben wir. Abwechseln. Ein Bein. Auf. Hoch. Zurück. Auf. Entspannen. Zurück.
immer, dass deine Ohren von den Schultern wechseln, dass wir einen kurzen Hals haben, einen langen Hals. Kopf. Verlängerung der Wirbelsäule. Handfläche schaut nach oben. Schulter weg von den Ohren. 8 und 10 Spezierei. Komm hoch. Halt. Wir drehen wieder das Becken. Seite. Auf. Seite. Hoch. Seite. Auf. Seite. Hoch. Drehen. Und Seite. Auf. Seite. Seite. Hoch. Runter. Ablegen. Hoch. Die schräge, die quere Bauchmuskulatur. Auf die Seite in den Sideplank. Stütze den Arm ab. Zuerst bleiben die Beine gestreckt. Möglichkeit, ja, die gleiche Übung natürlich auch mit gebeugten Knien zu machen. Das ist die leichte Variante. Wir beginnen mal mit den gestreckten Beinen. Also wenn ihr wollt, macht die Knievariante. Bauch nochmal zieht nach innen. Becken auf und auslockern und geht gleich weiter. Becken ziehen wir hoch. Bein strecken. Hebt das Bein zur Seite hoch. Zehenspitze. Schaut nach vorne. Start. Auf. Hoch. Auf. Zieh die Seite. Auf.
Knie kurz entlassen. Beckenseite hoch. Wir strecken das Bein durch. Denk zum Bauchnabel. Zieht nach innen. Und hier das Bein zur Seite auf. Fertig. Achten, dass wir vielleicht noch die Schultergelenke und die Arme kurz ausdehnen. Drücken wir es zurück. Verschränken die Arme nach hinten. Und ziehen wir es hoch. Schulter ziehen wir runter. Kopf ziehen wir nach oben. Körper wird lang. Ziehen wir über den Körper drüber. Zieh die Seite. Zieh den Körper in die Länge. Und wechsel auf die andere Seite. Zieh den Körper. Und locker lassen. Schütteln noch durch. Danke, dass du mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.